Hallo und herzlich willkommen zu einer Hausvorstellung mit Arne, Hi. Max, Hi und mir. Die Kanäle von denen werde ich jetzt noch im Video verlinken, das ganze Video lang. Und Arne wird jetzt einfach mal das Schiff vorstellen. Das ist ein Schiff. Ja, also das ist das Büro vom Schiff. Dann gehen wir mal raus. Ja, hier ist das Deck mit den beiden Segeln da. Und dann geht's hier runter. Hier ist die Küche und da ist, also da kann man essen, also ein Tisch und so. Dann geht's hoch. Man müsste eigentlich ein Steuerrad stehen, aber da ist nichts eingefangen. Dann geht's hier runter. Und dann ist hier der Gang zu unserem Haus mit Laternen und einem schönen Brunnen. Und ja, hier ist dann unsere kleine Empfangsraum und ja, dann übernimmt Max. Ja, hier ist die große Eingangshalle mit links einer Bibliothek und einer Galerie mit fast allen Bildern. Rechts ist ein Unterwassertunnel, im Wasser schwimmen Tintenfische. Ja, 5 Stück müssten es sein. Dann geht hier die großzügige Treppe hoch mit dem schönen großen Kronleuchter über uns. Und links sind dann hier Hühner in einem Terrarium. Daneben ist ein Tischtenniszimmer mit Bällen, also eine Kiste für Bälle. Steht bitte zurücklegen. Ja, und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann ein Terrarium mit Schweinen und daneben ein kleines Kamin. Ja. So, hier sind 2 identisch Wendeltreppen nach oben, also die andere liegt auf der anderen Seite. Ja, und ab hier übernimmt die Tür. So, hier haben wir jetzt das erste Mal das Poolzimmer mit beleuchtetem Boden. Und daneben ist die Küche, hier mit Ofen und Mülleimer. Und dann haben wir hier noch ein schönes Fenster, wo man diesen coolen Turm sieht. Und hier ist dann halt das Esszimmer. Und ja. Hier rechts sind dann noch ein paar Zimmer. Ich zeige jetzt mal nur eins, weil die sehen jetzt alle eigentlich ziemlich gleich aus. Das hier, mit Fernseher und so. Bildern. Und ich zeige jetzt noch einmal das letzte, weil das hat ein Fenster. Hier ist noch ein Fenster bei, also und ein schönes Bild. Und dann gibt es hier oben noch ein Gästezimmer. Mit 2 Doppelbetten und auch mit Fernseher. Und dann gibt es hier noch ein kleines Bad für die mit Waschbecken und Klo und Dusche. Und dann gehen wir mal wieder runter. Hier ist dann das Bad für uns mit Dusche, die funktionieren wird, wenn das Video hochgeladen ist. Und das Klo. Und hier das Waschbecken. Hier ist dann das Wohnzimmer. So, und hier haben wir halt das Wohnzimmer mit einem schönen großen Fernseher und Bildern. Und einem Sofa. Und dann geht es hier wieder runter. Hier kann man nochmal schön nach draußen gucken. Und wir gehen jetzt dann auch langsam in den Garten. So, hier gibt es jetzt nochmal 2 Wege um die große Treppe herum zur Terrassentür. Ja, hier links ist jetzt eine Terrasse mit Grill und Sitzmöglichkeit. Wenn man dann runter geht, ist links ein kleiner See mit Tintenfischen. Ja, links eine Bank, ein paar Lampen, Pilze, wie so ein Garten halt auszusehen hat. Ja, jetzt ist hier nochmal ein kleiner See mit einer Brücke drüber. Hier ein etwas längerer Weg, der führt in den großen Berg hinein.
So, hier rechts ist noch ein Weg zu einem Portal. Zur Hölle. Wie die Hölle aussieht, wisst ihr ja alle, deswegen gehen wir da jetzt auch nicht rein. Und gehen lieber weiter durch den Berg. So, da geht's auch schon wieder raus. Und wieder ein Stück durch den Wald. So, jetzt seht ihr schon unser Turm mit unseren Initialen drin. Oder drauf. So, und ab hier übernimmt Arne wieder. Hey, ja, hier geht's in unseren Turm sozusagen rein. Da ist eigentlich nichts mehr und ja, dann geht's hier hoch. Kein Stück. Und dann sind wir oben angelangt. Hier Zaun, kann man das so angucken. Ja. Das war's eigentlich. Und ja, wir sagen dann Tschüss und Tschüss.